Hey ho, es geht weiter mit Let's Play Xenoblade Chronicles. Beim letzten Mal haben wir ein paar Minibosse erledigt und ich hatte gesagt, dass hier noch ein Schildkröten-Miniboss ist. Allerdings haben wir den doch schon gemacht, nämlich im Zusammenhang mit der einen Quest von Zain und die hier, Zain und Kuralt benötigen die Leber des Seegrundortlers im See bei Corny 9. Genau, das haben wir schon gemacht. Dann habe ich jetzt beim Durchgucken irgendwie übersehen, muss ich nochmal nachforschen, welcher Part genau das war. Aber dann haben wir das schon erledigt, dann haben wir da die Harmoniemütze schon. Von daher können wir uns jetzt dann doch mit dem Team. Dumben. Mit dem Team begeben wir uns jetzt wieder in Richtung Hauptstory. Wenn da nicht wirklich Story ist, Schwertal. Aber Spontanmission hatten wir hier. Spontanmission. So, wir sind schon beim 6. Tor vorbei, sind am 5. Tor angekommen. Man kann sich denken, wie weit es gehen wird. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich hetze bis zum 1. Tor. Wir sind jetzt aber an dem Punkt angekommen, wo ich mich nicht mehr wirklich auskenne hier. Keine gute Orientierung mehr habe. So, ich habe eine spontane Mission, irgendwas hier zu erledigen. Ich weiß nur nicht mehr wen oder was. Vielleicht dich? Du stehst hier so demonstrativ genau in der Mitte auf einem Podest und nach dem Motto, hey, erledige mich für eine Quest. Eventuell? Ja? Nein? Vielleicht? Nein. Das hieß definitiv nein. Schade. Einer von euch? Na gut, ich guck nach. Ich guck nach, ist ja gut. Es sei denn, die spontane Mission ist weg, weil wir sie nicht spontan sofort gemacht haben. Nee, da ist sie noch. Besiege den weißen Person, wie auch immer, beim Dolgan-Posten. Dolgan-Posten. Heißt der Reisepunkt hier so? Dolgan-Posten. Das hier ist der Dolgan-Posten. Wie soll ich den weißen Dingsbums besiegen? Das klingt schon so nach einem eleganten Marienboss, der nicht spawnt, wenn er keine Lust hat. Oder er ist da oben irgendwo. Da ist irgendein Knopf. Ich drücke einfach mal drauf, was passiert. Ich bin wie Ryan in der Gruft Dientia. Was macht dieser Knopf hier? Bip. Ich liebe sowas. Ich bin nicht sicher, ob irgendwas passiert ist, aber geschadet hat es auch nicht. Von daher. Sammelitem. Hier gibt es noch ein oberes Stockwerk. Ein Assassine bist du? Ja, du bist voll der krasse Assassine. Ich kann mich einfach an dir vorbeischleichen und euch hier die Aether-Kristalle klauen. Oh, jetzt rennst du weg, du kleiner Schisser, was? 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 Jetzt haust du ab. Achso, du schiebst hier Wache. Machst du echt gut. Ist hier ein weißer Dingster-Typ. Miniboss. Weißer Person. So viel so. Wir haben die Miniboss hinter uns. Wir machen gerade weiter in diesem Part. Okay. Es gibt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, 8 Miniboss in dem Gebiet hier. Das sollte der erste sein, den wir hier haben. Ja. Zack. Okay. So, die anderen haben hoffentlich alle ihre Mecha und Waffen ausgerüstet, oder? Damit sie Schaden machen. Ja, ich glaube schon. Sieht gut aus. Ist mir nämlich, wie gesagt, lieber, als dass ich immer Verzauberungen machen muss. Plopp! Dann nutze ich meine Monado-Techniken lieber, um meinen Schmetterschlag rauszuhauen. Sehr schön so. Au, au, nein! Oh Gott, zum Glück ist da. Zum Glück scheint da eine Glaswand zu sein. Ich bin nicht aus dem Fenster geflogen. Das wäre nämlich unschön geworden sonst. Sehr, sehr unschön. Chain Attack? Ach, warum eigentlich nicht? Hat Maddie Elemente da? Ich hoffe doch. Ich habe es gerade nicht gesehen. Sollte ich eigentlich kontrollieren, bevor ich eine Chain Attack starte? Ja, hat sie. Okay. Hat sie. Sehr gut. Sehr gut. Mach mal Himmelsschraube. Weil ja doch mehrere Feinde sind. Jawohl. Verlängern. Sehr schön. Sehr schön. Langsam klappt es mit dem Verlängern, Leute. Langsam wird es besser, auch im Video. Die Karas sind nicht immer ganz so schüchtern, habe ich das Gefühl. Schmetterschlag. Und dann sollte der erledigt sein. Jawohl. Nice. Spontane Mission erledigt. Eine Orion-Kappe haben wir bekommen. Das klingt doch sternenhaft. Schauen wir mal. So, was haben wir hier? Eine Klingen-Leggings und Eiskaiser-Armzeug. Okay. Ryan, du hast lange nichts Neues bekommen. Außer deinem Stirnband. Das ist eigentlich ganz cool. Orion-Kappe, die sieht sehr stark aus. Aber auch sehr hässlich. Ja. Wisst ihr, ich hab's ihr schon angesehen. Allein schon an diesem Bild hier.
Dieses Bild hier sieht schon so aus, wie ich sehe furchtbar aus, sobald du mich ausgerüstet hast. Was war noch neu? Das hier, ne? Das Eiskaiserin-Armzeug. Schauen wir mal. Naja, passt optisch nicht so gut zum Rest, ist aber an sich okay. Lassen wir mal so. Okay, damit wäre die spontane Mission erledigt. Dann können wir ja spontan uns auf den Weg machen, Tor Nummer 4 zu suchen. Ich habe noch nicht nachgeguckt, wo die 8 Minibosse in dem Gebiet hier sind. Also wo sie sind, wann sie da sind und ob sie bei Regen da sind, bei Tag, bei Nacht, wenn sie gerade Lust haben oder auch nicht. Keine Ahnung. Wir rennen ja erstmal so durch und holen es am Ende nach. Wir haben ja noch andere Gebiete, wo wir Minibosse nachzuholen haben. Aber jetzt... Das war aber genug im letzten Part. Ist ein bisschen anstrengend mit den Minibossen, muss ich sagen. Dadurch, dass die halt dann teilweise echt nur spawnen, wenn sie Lust haben. Ansonsten finde ich die eigentlich sehr cool. Hätte jetzt kein Problem mehr, als nachzugucken, wo die alle sind und die irgendwie alle einzusammeln und so, ne? Aber da die keine Lust haben, sich einsammeln zu lassen... Habe ich ja immer noch keine Lust mehr. Hallo du, ich renne mal an dir vorbei. Und gehe mal da hoch und gehe mal... ist da rechts ein Gang? Waren wir da schon? Ich glaube noch nicht. Das sieht irgendwie so, weiß nicht, so krass abseits aus. Als wäre da irgendwas voll Wichtiges versteckt oder so. Geht's da rein? Aha. Was habt ihr hier für Geheimnisse versteckt? Ein Sammelitem. Was noch? Was noch? Eine Biene. Und noch eine Biene und ein Offensiv-Mekon-X. Okay. Meinetwegen. Muss ich jetzt nicht angreifen. Ich weiß gar nicht, ob man irgendwelche Mekon-Teile für irgendwelche Quests braucht. Wobei ich glaube doch. Aber ich weiß nicht, ob von den Mekons hier oder von späteren Mekons. Später kommen nochmal Mekons. Spoiler! Das Spiel ist noch nicht vorbei nach den Mekons hier. Aber hier gibt es immer Sammel-Items, aber sonst irgendwie nichts. Ich dachte, hier wäre vielleicht noch ein Schalter oder noch ein Mini-Boss oder da zumindest noch eine Ätheradler da vorne. Dattelsilber. Ich glaube, das ist auch neu. Dattelsilber. Whee! Oh nein, das ist ein Sammel-Item auf der anderen Seite des Zauns. Ich komme nicht an sie ran. Nein. Na gut. Muss ich jetzt den ganzen Weg zurücklaufen? War da kein Reisepunkt in der Nähe? Ich gehe hier unten rum. Ich glaube, das ist schneller. Glaube ich. Bin nicht sicher. Aber ich glaube es. Habe ich schon nicht glaube gesagt. So, hier geht's auch nochmal irgendwo hoch und rein scheinbar. Da unten ist nochmal was. Was ist das denn? Ach, damit haben wir das Tor aufgemacht. Okay, vergesst es. Alles gut. Das haben wir benutzt, um Tor 4 zu öffnen, diesen Schalter da. Okay, da geht's hoch. Hier geht's hoch. Da sieht's auch wieder aus, würde es nach links noch ein kleines Gebäude geben, ein riesiges Gebäude geben. Es wird ja immer größer auf der Map. Oh, da müssen wir sogar hin, scheinbar, in die Richtung. Will ich da schon hin? Oder will ich erst da hinten weiter erkunden? Eigentlich will ich jetzt erst da hinten weiter erkunden, weil ich jetzt weiß, dass das hier quasi der falsche Weg ist. Das ist so ein Riesending, so eine Festung, die haben wir schon mal platt gemacht, aber die hatte ja... Also die ist ja kein Mini-Boss. Aha. Ah, da hinten geht's auch wieder. Ich schätze mal, der Kreis schließt sich. Von daher, okay, gehen wir doch erst da lang. Na gut. Doch noch mal zurück. Komm alle zurück. Ja, geh weg. Geh weg, Mekon. Lass mich durch. Lass mich einfach durch. So, dann doch erstmal hier rein. Gehen wir mal Richtung Haupthandlungspunkt hoch. Was ist das? Tut das weh? Tut bestimmt weh, oder? Au, tut weh. Ich komme nicht mehr raus. Au. Tut weh. Nicht reinspringen, Leute. Nicht so wie bei der Lava, ne? Du warst doch Dunben, oder? Beim Berg Wallach? Ich glaube, das war Dunben, der so schön in die Lava gerannt ist, um den Feind anzugreifen. Das war nicht ganz so klug. Ätherspeicher. Ja, flüssiger Äther. Sollte man vielleicht nicht unbedingt reinspringen, nicht wahr? Will ich nach links? Will ich nach rechts? Das ist zu groß. Ich hab keine Orientierung mehr. Das ist zu riesig. Ich bin überfordert. Da ist zumindest ein riesiges Ätherbecken in der Mitte. Muss ich hier wieder einen Schalter suchen? Gibt's hier Minibosse? Gibt's hier überhaupt irgendwas?
von Bedeutung, was interessant ist, vielleicht auch ein Reisepunkt für mich. Das sieht doch aus wie eine krasse Kommandozentrale mit Knöpfen darin, die ich drücken kann. Ich will Knöpfe drücken! Lasst mich irgendwelche Knöpfe drücken! Knöpfe! Knöpfe! Kontrollbasis! Wichtige Knöpfe. Dann macht's noch mehr Spaß. Vielleicht fliegt irgendwas in die Luft. Besiege den ruhigen Morax bei Kontrollbasis Enalda. Da sind wir gerade. Bist du ein Miniboss? Vielleicht spawnt er zumindest, wenn wir die Quest dazu haben. Wobei, elegantes Marin hat mir auch eine Quest. Vergesst es, ich habe nichts gesagt. Wo ist der Boss? Wo ist der Boss? Bestimmt wieder in so einem krassen Kontrollraum. Wie heißt du? Ernter. Na dann gehen wir deine Felder ernten. Ich werde in der Zeit deinen Boss umlegen. Hier? Nein, es wird schon wieder noch draußen. Wo ist denn die Kommandozentrale bei euch? Warum habt ihr denn hier nichts ausgeschildert? Etterader. Erstmal klauen. Dipidipidipidipidipidi. Und geklaut. Oh yeah. So. Ich wollte Juwelen schmieden. Das sage ich seit gefühlt 5 Parts. Du tust nicht. Es tut mir leid. Irgendwann tue ich's. Spätestens wenn wir schlau und sterben und ich denke, ich habe irgendwie keine guten Juwelen. Spätestens dann werde ich schmieden. Wo ist dieser Ewigkeitsknospe? Ist glaube ich auch neu. Wo ist dieser Tuschefeilchen? Wo ist dieser Boss? Bist du der Boss? Du bist ja gerade zum Himmel gefallen. Nee, du bist nur ein Nahkampfmonster. Geh weg. Lass mich durch. Ihr seid die schlechtesten Wächter überhaupt. Da war eine Treppe, oder? Ich glaube, da war eine Treppe irgendwo. Da ging es runter. Vielleicht ist der Miniboss diesmal irgendwo unten. Ich habe hier auch nichts gesehen, was nach einer Stelle aussieht, wie hier könnte ein Miniboss so rumstehen. Das sind ja eigentlich alles mehr so schmale Gänge gewesen. Schauen wir doch mal hier unten nach. Das ist eine sehr verwinkelte, unschöne Treppe. Du da! Bist du ein Boss? Ja! Olga Morax, du bewachst sogar einen Schalter. Einen Knopf. Ich darf wieder Knöpfe drücken. Leute, solche Bosse, die ich habe. Okay, finde ich gut so. Whee, zack. Ich stehe ein bisschen blöd hier. So. Lass mich mal hier rüber zu meinen Leuten. Dankeschön. Dankeschön. Vielleicht sollte ich erstmal die anderen platt machen. Wäre vielleicht ganz klug, oder? Wäre vielleicht ganz klug. Zack. Ja, Gehege kaputt. Ja, du sollst kaputt gehen. Wo kommt der Kleine jetzt her? Der war eben noch nicht da. Zu viele Feinde auf einmal. Weg mit euch. Weg. Was habe ich eigentlich hier? Krass, Niederschlag, Impuls, Fresser, Verwarnungsschild, Löscher. Eigentlich nur der Schmetterschlag, der hier wirklich cool ist. Zack, einer down. Sehr schön. Oh nein, was tust du? Was? Über Fresser Level 6. Ist mein Schild schon Level 6? Ist mein Schild schon Level 6? Ich weiß es nicht. Ich hasse diese Technik von Schulk. Ich benutze sie und es reicht trotzdem nicht, das rechtzeitig aufzuladen. Ne, dann hau halt dann bin. Was soll's. So. Ich muss danach gucken, mal welches Level der Schild von Schulk hat. Ich habe schon Level 6 Angriffe hier. Also ich glaube, ich habe den Schild immer schön gelevelt, weil ich wusste, dass es wichtig wird irgendwann, aber Level 6? So. Ich hau dir jetzt einfach einen Schmetterschlag drauf. Oh, Dunbin könnte Heilung gebrauchen, sehe ich gerade. Na, zu spät, hab mich jetzt nur selbst geheilt. Ich bin wichtiger. Ich bin der neue Held. Dunbin ist nur der alte Held. Mission erledigt. Miniboss erledigt. So. Ja, der Chance Attack lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Genau. Ist eh nur noch ein Schlag. So. Krasse Kiste. Ausrüstung bitte. Klingenleggings und Kiefernager. Maschinenverwüster haben wir bekommen als Trophäe. Bestimmt, weil wir, keine Ahnung was, 50 Mechons erledigt haben. 100? Vielmehr noch nicht. Klingenleggings. Ja, ist eigentlich okay von den Werten her. Ein bisschen Ätherabwehr. Es passt einfach überhaupt gar nicht zusammen. Also überhaupt absolut gar nicht. Habe ich andere Schuhe für ihn vielleicht? Das ist irgendwie... Ach, es tut mir leid, Ryan. Du siehst aus wie ein munter Kanarienvogel, aber irgendwie...
Es geht gerade nicht besser. Ich muss den Knopf drücken. Knopf drücken! Piep! Das Licht war vorher rot, jetzt ist es grün geworden. Wahrscheinlich können wir jetzt dahin gehen und das Tor aktivieren. Wahrscheinlich das gleiche System wie bei den anderen drei Toren zuvor auch, aber diesmal habe ich es bemerkt, was passiert. Ich wollte irgendwas tun. Wahrscheinlich irgendwas hier. Schild! Schild! Schild-Level wollte ich gucken. Ist Level 7 sogar schon. Ich spare die Punkte weiter. Wir könnten mal gucken, nachdem wir jetzt ja Harmoniemünzen bekommen haben auf die Mini-Bosse und wir alle so Best Friends sind, außer Schulrund Melia, ob wir noch ein paar krasse Techniken von irgendwo klauen können. Wut, nein. Das Gewicht der Ausrüstung. Agi, mein Kap. Ach ja, das klingt doch ganz nett. Kann ich mir von Schala noch irgendwas klauen? Nein, weil ich die Münzen habe, erhöht die Agilität. Dann erhöhe ich die Agilität lieber allgemein, nicht nur, wenn ich unter blablabla KP bin. Was haben wir hier? Da können wir uns nichts holen. Was haben wir hier? Da können wir uns auch nichts holen. Von Ryan. Physische Abwehr bei Kampf gewinnen. Agi. Ach, ja, gut. Momentan hat sie ja eh noch Platz, von daher. TEP-Bonus. EP-Boy, ja, das wäre mal ganz nett hier. Von Schulk, er hat noch keine viereckigen Dinger zum Abgeben. Zusatzheilung, das wäre schon mal gut. Das wäre auch gut. Das ist alles gut. Das ist ja alles gut, Mann. Das will ich eigentlich alles haben. Halt mehr KP bei Wiederbelebung von Kampf und Fegen. Halt am Ende einer Angriffskette ein wenig KP der Gruppe. Dann generell mehr Verteidigung. Ich glaube, ich mache das Wiederbeleben. Ich bin mal so pessimistisch und sage, wir brauchen das Wiederbeleben. Mittlere Rüstung. Okay, du hast sowieso schon eine mittlere Rüstung. Kannst du ja von Melly irgendwas holen? Das ist zu teuer. Stärke. Erhöht nachts die Stärke. Schadler braucht keine Stärke. Ach, Wut. Gewicht. Ach, irgendwas. Besser als nix. Schulk hat keine Vierecke, stimmt. Ryan, hast du Vierecke? Was waren die? Die sind, denke ich, ziemlich langweilig. Bin kein Fan von den Vierecken. Bin kein Fan von den viereckigen Sachen hier, ganz ehrlich. Agi, warum nicht? Schadet nicht. Hey, Ryan. Wow, Ryan hat aber echt wenig. Ryan und Ricky haben Harmonie. Seht ihr das? Endlich. Yay. Okay. Gib mir das EP-Dingens. Jawohl. Dann. Hier. Gut. Stachelschaden. Gewicht runter. Stachelschaden runter. Ja. Warum nicht? Schulk hat immer noch nicht so ein Ding. Ich klick's trotzdem jedes Mal wieder an. Steigert Effektivität von Heilungstechniken. Ryan hat keine Heilungstechniken. Äther. Ryan braucht keine Äther. Agi. Her damit. Geht nicht. Ist eh doof. Sternchen. Brauchen wir nicht. Sternchen von Melly. Kristallbonus. Nee, brauchen wir nicht. Passt schon. Okay. So, ich möchte unser Harmoniediagramm sehen. Sehe ich so richtig, dass jetzt alle Harmonie haben, außer unser aktuelles Team. Weswegen das ja unser aktuelles Team ist, weil ich mein Team ja aktuell auswähle nach Harmonie. Ach, alle lieben Ricky. Alle lieben Schala. Damban und Melly verstehen sich nicht. Ja. Melly, Schulk, Damban. Ja. Melly, Schulk, Damban sind die einzigen, die noch keine Harmonie. Also dieses gelbe Ding, das bezeichne ich jetzt keine Harmonie, weil das Standardding vom Anfang ist. Melly, Damban und Schulk. Okay, es ist genau meine Party gerade, ne? Melly, Damban und Schulk, genau. Passt ja. Sehr gut. Sehr schön. So. Wo muss ich hin? Ich kann jetzt ein Tor öffnen. Welches Tor kann ich öffnen? Jetzt war ich so lange im Menü, dass ich irgendwie gerade den Überblick verloren habe. Die Richtung scheinbar. Ach, ich folge einfach mal. Ich folge einfach mal dem Pfeil. Wird schon passen. Ich meine, zurück geht eigentlich immer. Zurück geht ja eigentlich immer. Aha. Das scheint wieder ein Gebäude zu sein. Das scheint auch unser Zielpunkt zu sein. Wir wollten uns ja irgendwie einschleichen in die Festung. Bis zum Hintereingang oder so. Vermutlich ist das hier. Sammel-Items. Yay. Wee. Goldkondensator. Wee. Fleischpaprika. Und violette Lampe. Oh, der greift uns an, wenn er uns sieht. Na, zum Glück sieht er uns nicht. Bin ich jetzt beim Reisepunkt? Also nicht Reisepunkt, beim Storypunkt. Ein Reisepunkt wäre auch nicht schlecht hier. Könnte sogar einer sein. Sieht da noch aus. Da ist noch ein ewig langer Weg, aber der scheint einfach nur im Kreis rumzuführen. Na gut. Gehen wir hier rein.
Hey, look. Can we get in through there? It looks as though it's unguarded. It should make for a decent entry point. Now's our chance, Dunban. Yes. But don't lower your guard. The Mekon may just be hiding. Ach, die Mekon, die haben viel zu viel Angst vor uns. Ich möchte jetzt aber trotzdem mal auf die Map gucken. Oh Gott, das Gebiet ist ja riesig. Hilfe. Ich weiß nicht, ob ich nicht doch erst das hier oben erkunden möchte, ehrlich gesagt. Ich renne mal noch zum nächsten Handlungspunkt, weil der hier echt gerade gefühlte 3 Schritte entfernt ist. Und danach gehen wir vielleicht doch erstmal zurück. I've been waiting for you. Munka! How predictable. I knew you were going to come. How could you? How could you do this to your own kind? That ain't got nothing to do with it. I'm just having the time of my life here. Ain't that the point? I even get to take out that annoying Monado brat. Oi, Beardy! You're talking pretty tough there. Don't be so sure you can take us all on by yourself. Come on! I ain't that stupid. What's that sound? You scumbag! Well then, Monado boy. Think you can do it? Can you kill them all? I wonder who's inside. Who could it be? Your dad? Your mom? Maybe that special someone. Aha! Looks like we have our first contestant. Too bad she won't give me much of a fight. It's just like with Zanza. Chala, look out! Too bad she won't give me much of a fight. Shulk? Everyone, watch out for the green claws and the other one's spears. There's something different about them. You catch on quick, boy! You're right! These weapons are special! They were made especially to decompose you, Homs! And no, wait! Any being from Bionis! How can that be? I don't know about all this technical stuff, but it's something to do with that ether! Ether is like the Bionis blood! The fortress sucks its blood out for us. Then we use it to make this green liquid. You monsters! Pretty clever, don't you think? This world suits me just fine, Dunban. Munka, you're gonna pay. I'm tired of your yapping, Mr. Hero. I'm gonna squish you like a slug. Right here, where we shared such lovely memories. Das kam irgendwie unerwartet. Ich wusste nicht mehr, dass wir hier schon in einen Bosskampf reinrennen. Mit zum Schiff gehen. Mumka! Level 52. Okay, ich hab Dunban dabei, das ist irgendwie... Storymäßig epic, wenn. Epic, ja, episch, wenn Dunban gegen Munka kämpft. Schauen wir, ob wir es hinkriegen. Ich hoffe, danach kommen keine zu langen Cutscenes mehr, denn. Ich kann nicht zu lange aufnehmen. Ihr kennt das Problem. Weg der Toten hat er als Attacke. Okay, interessant. So. Aber bisher. Ist alles in Ordnung. Er macht Schaden, ja, aber. In erträglichem Maße und die anderen beiden da hinten
kümmern sich um die anderen beiden Schießgesänder, aber irgendwie... Gift. Gift ist nicht so schön. Ich habe Hala nicht dabei, um mich zu entgiften. Das ist nicht so gut gerade. Todesklaue plus. Au. Das klingt schmerzhaft. Schurke, schon ganz deprimiert. Jetzt geht's daneben. Okay. Auch gut, ich hau mal drauf. Zirk, ich bin tot. Ich hätte die Schale an die Party packen sollen. Kann mich bitte jemand wiederbeleben? Melly, komm her. Dankeschön. So. Kann mich bitte jemand aufmuntern? Dankeschön. Gut. So, ach komm schon, Munka. Hat schon mehr als die Hälfte der KP verloren. Den kriegen wir doch kaputt jetzt. Wo ist der hin? Ich sehe ihn nicht mehr aus. Ich werde weggeschleudert, bin deprimiert. Nein. Und ohnmächtig auch noch. Wundervoll. Wunderbar. Ich bin so gut vorbereitet auf diesen Bosskampf. So richtig, überhaupt, absolut gar nicht. Ich habe meine schlechteste Party dabei. Melly, sei fröhlich. Dunban. Genau, Dunban. Genau, dich suche ich gerade. Wo bist du, du deprimierter Typ? Da. Sei aufgemuntert. Los. Stay positive. Wir kriegen das schon hin. Irgendwie. Melly kann sich ja selbst ein bisschen heilen mit ihrer Wassertechnik. Ach komm schon, ich will zumindest Munka platt kriegen, dann sollte der Rest eigentlich angenehmer werden. Ja, danke schön. Too much. The Monado is too much. Yes. This is the power of the Monado. You wanted it, so now you can have it, Munka! I'm better than all of you. You're the one who's finished. Die! Stop! Get out of my way, Shulk! It's Munka. He's not a Mekon. Have you forgotten everything he's done? Where is your killer instinct? Now is the time! I hate him, Dunban! For what he did to Fiora and the Emperor! So of course I want to get my revenge! Shulk! But... Face Mekon are not like the others. They're people! Like us! Are you really willing to kill another Homs? Yes. Sometimes needs must. Even if it's Fiora. What then? When we set out, I wanted to destroy all Mekon. That was my aim. But now, I know that there are people inside. I have to know why. What's the reason for all of this? Why do Bionis and Mekonis have to keep on fighting? I have to find out why! So, that is your fight. I will never forgive what he's done. And yet, your words, they ring true. I feel their weight. We have to help Fiora now. We'll worry about the rest later. Right. Did you hear that, Munka? We haven't got time to be playing around with you. You always have to have the last word! Just die! No! Just don't move! Die! Stay back!
No! No! Not like this! You went too far, you fool. They are of surprisingly little use, those visions. Because he could not save his majesty. That was within the margin of fate. It was not Shulk's fault. So you side with the boy? Did you find anything out? I did. It is most fascinating, this spear. The green fluid alters and destroys the structure of the ether, which is the building block of life on Bionis. It appears to have been created from ether energy drawn from the blood of the Bionis. Could that explain the ether flowing through Sword Valley? I do not think it is the only reason, but it is too early to draw conclusions. Is there a countermeasure? Creating antibodies is a simple matter. We will be ready. That is good news. Why did you have to include him? You know how he disgusts me. We must respect our elders. Dixon has known him far longer than us. At least he's out of the way. Now we just need to get inside. They're in there. Fiora and the Golden Mekon. Fiora! Shulk! What's up? Did you see something? No. You did see something. All right. It was the Silver Mekon. Fiora. She's definitely inside the fortress. All right. At least we know what to expect. So, Fiora is inside. I can't let that vision come true. I have to save her. Wann lernt Shulk endlich mal, dass es von Vorteil sein könnte, den anderen zu erzählen? Hey, sie stürzt irgendwie ab in meiner Vision. Dann können sie alle versuchen, diesen Absturz zu verhindern. Shulk lernt's einfach nicht, ne? So, Mumka ist abgestürzt, Fiora wird laut Vision auch abstürzen. Wir schauen beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Also dann, ciao, ciao.